herzlich willkommen zu unserem Kongress Europa im außenwirtschaftlichen Spannungsfeld der großen Wirtschaftsmächte. Ich freue mich, dass der Saal so gut gefüllt ist und das Interesse am Thema so groß. Freier Handel, offene Märkte sind, wie wir wissen, der Wachstumsmotor Nummer 1 in der Welt. Seit Ricardo wissen wir, dass diejenigen, die am freien Welthandel sich beteiligen, besser gestellt sind als diejenigen, die sich verweigern oder nicht beteiligen. Das haben wir auch in den letzten Jahrzehnten erlebt. Und der Welthandel war auch in den letzten Jahrzehnten die treibende Kraft, der Wachstumsmotor des Weltsozialprodukts. Der Welthandel ist immer stärker gewachsen als der Durchschnitt des Sozialproduktes. Handel bringt bekanntlich auch Frieden, weil wer Handel miteinander treibt, schießt nicht aufeinander. Das haben wir gerade in Europa der Nachkriegszeit erlebt und auch aktiv betrieben. Und der Einstieg war der Handel mit Zollunion und miteinander sich austauschen. Und heute sind wir im europäischen Binnenmarkt, den wir gar nicht mehr uns wegdenken wollen und gar nicht mehr uns wegdenken können, mit allen Vorteilen, die damit verbunden sind. Wir haben auch immer darauf gesetzt, dass der Handel Wandel bringt. In Europa hat es funktioniert, in Zusammenarbeit mit manch anderen Regionen in der Welt auch. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns gewünscht haben. Wenn wir zum Beispiel nach China blicken, da hatten wir uns sicher mehr erhofft, was der Handel auch Richtung Demokratisierung und weitere Öffnung anbelangt. Aber trotzdem war der und ist der Handel dieser Wachstumsmotor und dieser Friedensbringer gewesen. Und trotzdem haben wir in jüngster Zeit, China habe ich erwähnt, aber auch aus unerwarteter Sicht, wenn ich an die USA denke, die ja quasi Ideengeber und Vater der multilateralen Weltordnung waren, die jetzt eher wieder bilateral denken, ist diese internationale liberale Handelsordnung heute vor Herausforderungen gestellt, die wirklich groß sind. Dieses Thema wollen wir uns heute vornehmen. Und Europa ist auch der Player, der zwar vielleicht weniger exportiert als China und weniger importiert als die USA, aber wenn man die Importe und Exporte zusammenzählt, ist Europa nach wie vor der größte Player, was das Handelsthema weltweit anbelangt. Sofern haben wir am meisten zu gewinnen, aber auch am meisten zu verlieren. Und deshalb wollen wir uns heute als CDU-CSU-Bundesfraktion mit Ihnen und mit unseren Gästen darüber austauschen und erörtern, wo wir stehen und vor allem, was sind Lösungsansätze, wie wir die multilaterale Ordnung weiter voranbringen. Ich darf daher ganz herzlich unsere Gäste heute begrüßen. Eine besondere Freude ist es mir, dass ich die EU-Handelskommissarin Frau Malmström bei uns begrüßen darf. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Malmström. Sie versteht gut Deutsch, aber wird es trotzdem dann in Englisch machen und für Sie wird dann auch konsekutiv übersetzt. Für alle anderen, die des Deutschen oder so wie ich des Schwäbischen mächtig sind, können wir auf die Übersetzung dann verzichten. Frau Malmström war in den vergangenen Jahren die Säule, die die Handelsabkommen mit CETA, mit TTIP, jetzt mit Japan, auch mit anderen vorangebracht hat. Und deshalb wollen wir heute auch am Ende der Legislatur der Europäischen Union von ihr dann hören, wo wir stehen und welche Lösungsansätze es gibt. Ich darf ganz herzlich unserer Mitte begrüßen den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, der auch für Handels zuständig ist, lieber Peter Altmaier. Herzlich willkommen. Auch der parlamentarische Staatssekretär sehe ich, Thomas Bareis, der auch für den Außenhandel zuständig ist. Auch dir, lieber Thomas, herzliches Willkommen. Große Freude ist es mir auch heute, den Herrn Brauner wieder bei uns zu begrüßen, sozusagen an bekannter Stätte. Er war lange Jahre im Wirtschaftsministerium, hat die Außenhandelsabteilung oder die Außenwirtschaftsabteilung geleitet und ist heute der Vizechef der WTO. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Brauner.
So, und jetzt begrüße ich zwei, die ganz tagtäglich mit dem Handel und den offenen Märkten zu tun haben. Als Vertreterin der Unternehmen sozusagen Frau Angela Tietzrath, Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Herzlich willkommen. Ebenso Herr Dr. Holger Bingmann, der Präsident des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel. Herzlich willkommen, lieber Holger Bingmann. Wir haben heute für Sie auch vorbereitet als Diskussionsgrundlage, was Sie gerne mitnehmen können, ein Papier, die deutsche Außenwirtschaft stärken, offene Märkte und freien Handel verteidigen. Da will ich mich auch ganz herzlich bedanken bei den Kollegen Lemmel, Ruhenhoff und Hauptmann, die auch bei der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung sehr wichtig und unterstützend tätig waren. Ganz herzlichen Dank. Wir machen das nämlich als Gemeinschaftsarbeit bei uns in der Arbeitsgruppe. Insofern auch an die Kollegen herzlichen Dank für die Mitwirkung bei der Vorbereitung für heute. So, und last but not least darf ich natürlich den Gastgeber und Einladenden unserer Runde begrüßen, nämlich unseren Fraktionsvorsitzenden, lieber Ralf Brinkhaus. Herzlich willkommen. Und es ist guter Tradition, dass wir uns wichtige Themen in dieser Art und Weise hier widmen, und der Fraktionsvorsitzende wird es für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch gleich mal den Pfad abstecken, bevor wir dann die weiteren Redner hören. Dann werden wir eine Podiumsdiskussion machen mit den Beteiligten, und anschließend sind auch Sie herzlich aufgefordert und eingeladen, mit uns zu diskutieren. Wenn wir das alles uns knapp und kurz fassen, klappt es auch, und wir bekommen eine hoffentlich gute und konstruktive Diskussion. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch. Lieber Ralf Brinkhaus, ja. Floor is yours. Ja, ganz. Ja, Joachim, ganz herzlichen Dank. Es ist ein schönes Bild, Sie hier alle zu sehen. Es ist ein schönes Bild, vor allen Dingen auch unsere Gäste aus dem In- und Ausland zu sehen. Und wir wissen das wirklich zu schätzen, dass Sie alle gekommen sind, um hier an dieser Diskussion teilzunehmen. Insgesamt ist es so, dass wir ja einige Blockbuster-Themen im wirtschaftlichen Bereich haben, die drei ganz großen, nenne ich sie immer, Steuern, Energiepreise und Bürokratie. Aber Wirtschaftspolitik ist halt auch noch ein bisschen mehr. Und was für uns sehr, sehr entscheidend ist, ist natürlich der freie Handel, vielleicht sogar manchmal etwas entscheidender als die ein oder andere Diskussion, die wir im steuerlichen oder sonstigen Bereich führen, ohne das jetzt irgendwo klein zu machen. Und deswegen bin ich der Arbeitsgruppe Wirtschaft unter Leitung von Joachim Pfeiffer, Georg Nüßlein und allen anderen, die daran mitgewirkt haben, sehr, sehr dankbar, dass Sie heute genau dieses Thema in den Fokus nehmen, weil dieses Thema ist ja ein bisschen auch in den vergangenen Jahren durch Diskussionen um TTIP und CETA in eine bestimmte Ecke hineingedrängt worden, in die es überhaupt nicht hineingehört. Und dieses Thema, meine Damen und Herren, ist ein Thema, was meines Erachtens eigentlich einer der wirtschaftlichen Kerngründe ist, warum es nicht nur friedenspolitisch und integrationspolitisch wichtig ist, in der Europäischen Union zu sein, sondern warum es auch wirtschaftspolitisch wichtig ist, in der Europäischen Union zu sein, weil Freihandel wird von der Europäischen Union organisiert, und das ist auch gut so. Das ist deswegen gut so, weil es schon ein Unterschied ist, ob man mit 80 Millionen Menschen irgendwo ankommt oder mit 450 Millionen Menschen ankommt. Ich denke mal, die Wirkmächtigkeit, die ist viel, viel größer. Es gibt dazu einen schönen Spruch zu diesem Thema. Ich weiß nicht, ob er von Jean-Claude Juncker oder von jemand anderem stammt. Er hat gesagt, es gibt zwei Arten von Ländern in Europa. Die eine Art von Ländern, die sind zu klein, dass sie alleine auf der Welt bestehen können. Und die zweite Art von Ländern, die wissen noch nicht, dass sie zu klein sind, um alleine auf der Welt bestehen zu können. Und genau deswegen brauchen wir, und deswegen ist es toll, dass ihr das jetzt knapp zwei Wochen auch vor der Europawahl macht, deswegen brauchen wir den europäisch organisierten Freihandel auf der Welt. Und es ist ja wie gemalt, wir hätten es uns anders gewünscht, dass also auch geopolitisch dieses Thema leider, leider wieder in den Fokus gerückt ist in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Und dementsprechend möchte ich Sie alle ermuntern, jetzt hier heute aus der Veranstaltung viele, viele Impulse mitzunehmen und dieses Thema dann auch als eines der zentralen Themen auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter in die Öffentlichkeit zu treiben. Weil, meine Damen und Herren, wir unterhalten uns momentan über viele, viele Themen. Das sind aber leider nicht Themen, die dieses Land zukunftsfest machen. Und unsere Aufgabe als Politik muss es sein, dieses Land in das Jahr 2030, in das Jahr 2040 zu führen. Und dementsprechend müssen wir einfach auch mal die Themen auf den Prüfstand legen, über die wir uns dann teilweise genüsslich wochenlang in der Politik unterhalten. Dieses Thema,
Da lohnt es sich, sich da lange drüber zu unterhalten, weil das hat ganz viel mit der Zukunft von Deutschland im Jahr 2030 und 2040 zu tun. Deswegen bedanke ich mich bei allen, die gekommen sind aus den Verbänden, insbesondere bei den zahlreich erschienenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Ich bedanke mich bei unserem inneren Dienst, der das also in bewährter Weise entsprechend organisiert hat. Ich freue mich jetzt auf eine schöne Veranstaltung, viele wichtige Impulse und bedanke mich nochmal, dass Sie alle gekommen sind. Lieber Ralf Brinkhaus, vielen Dank. Und wir kommen jetzt gleich zum Vortrag von Frau Malmström. Bitte schön. Thank you very much, Minister. Vielen Dank, Herr Minister. Panelists, members of Parliament. Liebe Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich heute hier eingeladen haben. Ich denke, das Thema heute ist jetzt sogar noch aktueller als zu dem Zeitpunkt, als Sie es geplant haben. Ich freue mich also sehr auf die gemeinsame Diskussion. Ich möchte mit Ihnen heute über die Grundlagen des europäischen Handels sprechen, die Werte und die Realitäten, mit denen wir leben und wohin das Ganze führt. Zunächst einen kurzen Sachstandsbericht zum globalen Umfeld. Der ist Ihnen ja durchaus bekannt. Die Faktoren, die den Welthandel beeinflussen und formen, sind bekannt. Unsere Reaktion, unsere Herausforderungen, die Chancen und der Glaube, der unserem oder die Annahmen, die unserem Ansatz zugrunde liegen und warum wir das alles machen. Die Vorteile von Handel, praktisch, grundsätzlich, wirtschaftlich, aber auch ideologisch. Darum soll es gehen. Ich weiß, dass Sie um die Bedeutung des Handels für Deutschland und für Europa wissen. Sie haben unsere Handelsagenda in der Vergangenheit ja immer sehr unterstützt. Deutschland ist auch wichtig für Europa und wir brauchen Ihre Unterstützung, gerade jetzt. Die Welt verändert sich, die globale Ordnung verändert sich sogar dramatisch. Es ist eigentlich eine genauso dramatische Situation wie damals beim Washingtoner Konsens. Und so transformativ wie das Ende von Bretton Woods. Was wir heute entscheiden, wird den Handel für Jahrzehnte prägen und wird die Weltwirtschaft definieren. Wenn wir es gut machen, dann können wir Wohlstand und Offenheit für die zukünftigen Generationen gewährleisten. Wenn wir es aber schlecht machen, dann werden die Ergebnisse katastrophal sein. Das heißt, wir befinden uns gerade wie der Rest der Welt an einem Scheideweg. Und um die richtigen Entscheidungen zu treffen, müssen wir das globale Umfeld verstehen. Die letzten paar Jahrzehnte waren in der Welt eigentlich eine Ausnahme, eine stabile Periode globaler Governance, wirklich einzigartige Situation, die es möglich machte, dass wir Institutionen aufbauen in einer Art und Weise, wie wir es noch nie gesehen haben. Der IWF zum Beispiel, der gegründet wurde, um Stabilität zu gewährleisten, finanzielle und Währungsstabilität. Die Vereinten Nationen, die Einheit und Frieden gewährleistet haben, GATT. Das GATT-Abkommen, das die chaotische Wirtschaftsordnung der Vergangenheit ablöste. Natürlich gab es Hegemonien. Die Dominanz des und die Kraft des transatlantischen Bündnisses, Europa auf der einen Seite und die Vereinigten Staaten auf der anderen. Ziel dieses Projekts war ein zweifaches. Stabilität zu institutionalisieren und Schlüsselwerte wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, freier Handel. Die Welt hat gelernt, dass diese Werte für sich nicht für Stabilität oder nicht aus sich selber heraus stabil sind. Wir müssen das stabile Umfeld dafür schaffen, dass diese Werte zum Tragen kommen können. Wer die Macht hat, kann die Regeln machen. Wir wollten die Macht auf breitere Schultern stellen. Das war nicht perfekt, aber die Demokratie war für die Staaten, die hinter dem eisernen Vorhang hervortraten, dann die Staatsform der Wahl. Wir hatten einen massiven Rückgang in der Armut weltweit. Und ein gewisser Sinn für Internationalismus kam auf, den wir vorher so noch nicht kannten. Jetzt verändert sich die Welt aber. Die Globalisierung ist im Allgemeinen positiv, hat aber zu tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderungen geführt. Disruptive Technologien haben zu Chancen geführt, aber auch zu Vulnerabilitäten. Es gab neue Herausforderungen und der Wirtschaftscrash hat uns und die Vereinigten Staaten überproportional getroffen. Wir befinden uns also in einer neuen Welt.
Eine Welt, die miteinander in Verbindung steht. Aber die Hegemonie des Westens, die steht in Frage. Globale Machtstrukturen kommen auf. Wir müssen unseren Platz darin aber erst noch finden. Viele Länder reagieren unterschiedlich auf diese neuen Realitäten. Es ist bedauerlich, dass die Vereinigten Staaten, die mal der große globale Architekt der Demokratie waren, jetzt damit reagieren, dass sie sich von der globalen Bühne zurückziehen. Das liegt auch daran, dass China relativ aufholt. Die wurden von der großen Rezession nicht so hart getroffen. Sie wachsen weiterhin. Sie wuchsen auch noch weiter, als der Rest der Welt schrumpfte. Und jetzt sind sie tatsächlich ein ernstzunehmender Wettbewerber. Das macht Amerika nervös. Die sehen Handel jetzt als Nullsummenspiel. Wachstum sehen sie im Lichte der Rivalität. Und das ist ein Fehler. Es wäre natürlich naiv, sich nicht mit einigen der problematischeren Verhaltensweisen Chinas als solches auch zu befassen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber wir alle leiden unter mangelnder Sicherheit. Und wir sollten diese Linie nicht verwischen. Als China in die WTO aufgenommen wurde, 2001 war das, da war das natürlich ein großer Gewinn für den Multilateralismus. Handel und Investitionen zwischen den Partnern stiegen an, Wachstum und Dynamik wurden freigesetzt. Viele europäische Unternehmen haben davon auch profitiert. Aber der chinesische Beitritt hat auch zu großen Herausforderungen geführt, weil die WTO natürlich Handel zwischen offenen und transparenten Marktwirtschaften fördert. Dafür sind die Regeln der WTO geschrieben worden. Als Chinas Staatsmodell also hinzutrat, dann war die WTO dafür nicht wirklich institutionell ausgerüstet. Und viele Transformationen in China, die wir uns erhofft hatten, die sind nicht passiert. Unfaire Staatssubventionen, Berichte von Diebstahl geistigen Eigentums, Wirtschaftsdiplomatie als Anreiz oder auch als Bedrohung, nicht-tarifäre Handelshemmnisse gegenüber Investitionen, das sind alles Realitäten. Das hören Sie wahrscheinlich ständig von der deutschen Wirtschaft. Und da sind sich die EU und die Vereinigten Staaten noch durchaus einig. Wir können uns nicht leisten, dass irgendjemand die Lücken im System für sich ausnutzt. Aber unsere Reaktionen sind unterschiedlich. Die Vereinigten Staaten ziehen sich gerade zurück, schotten sich ab von etwas, was sie für Risiken für die eigene Stabilität halten. Sie wollen durch Zölle und durch Handelskriege China am Aufholen hindern. Wir stimmen diesem Ansatz in Europa nicht zu. Das ist illegal und unterminiert die globale Handelsordnung. Das ist wieder eine Rückkehr zum Gesetz des Dschungels, wo nur der Stärkste überlegt. Das ist kein nachhaltiger Ansatz, denn eine Handelsbilanz ist keine Bankbilanz. Wo immer die Wertschöpfungskette hingeht, kommen Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand mit. Das heißt, der europäische Ansatz, der gründet sich auf unsere Werte. Globaler Handel, Welthandel ist muss auf Gleichbehandlung und Rechtsstaatlichkeit für europäische Unternehmen und für andere fußen. Natürlich hat China das Recht, global als Wettbewerber mitzumachen, und jeder hat das Recht auf ein faires Handelsumfeld. Das heißt, man muss sich an die Regeln halten. Wir müssen also dafür sorgen, dass jede Lösung eine systemische Lösung ist, der sich jeder verschreiben kann. Und das können wir nur tun, wenn wir uns dem Multilateralismus verschreiben. Wir müssen also die Welthandelsorganisation für dieses Jahrhundert ausrüsten und reformieren. Die WTO sieht sich gerade mehreren Bedrohungen, Androhungen ausgesetzt. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel blockieren wichtige Entscheidungen. China unterminiert das System. Wir haben ein altmodisches Regelbuch, das für die globale Wirtschaft nicht richtig ausgerüstet ist. Und es war schwierig, in der Vergangenheit Entscheidungen zu treffen. Wir haben versucht, auf diese Herausforderungen zu entgegnen. Als Europäer wollen wir Vorschläge machen, wie man das angehen kann. Wir kooperieren mit zahlreichen Ländern, um Reformen im Rahmen der WTO zu befördern. Und das ist gut. Das zeigt, dass es tatsächlich einen Willen zum Wandel gibt. Wir brauchen nämlich Regeln, die die chinesischen Handelsverzerrungen, den Entgegenwirkungen. Wir müssen aber auch die Organisation selbst aktualisieren und auf den neuesten Stand bringen.
In den letzten paar Jahren haben einige wenige Länder mit egoistischen Interessen uns zurückgehalten. Die WTO ist natürlich stark konsensorientiert. Deswegen war es schwierig für uns, in die Zukunft uns zu bewegen. Die Mitglieder sollten mit verschiedenen Geschwindigkeiten vorwärts gehen dürfen, verschiedene Kriterien zu verschiedenen Zeiten erreichen dürfen. Das könnte uns zu Fortschritt führen in verschiedenen Bereichen. Das ist auch eine überprüfte Methode, die in anderen Organisationen bereits funktioniert hat. Einige Länder arbeiten zusammen. Sie haben bereits für elektronischen Handel, für die Regulierung von einzelstaatlichen Dienstleistungen Regeln, gemeinsame Regeln sich erlassen. Das sind offene Strukturen, denen man auch beitreten kann. Das ist ein System, das mit Anreizen funktioniert und auch mit sanftem Druck auf die, sagen wir mal, schwierigeren Mitglieder. Wir reden auch weiter bilateral mit China. China hat ein Interesse daran, dass das System überlebt. Niemand hat so viel von der WTO-Mitgliedschaft profitiert wie China. Das weiß China auch und die erkennen das auch an. Das heißt, wenn das System zusammenbricht, verliert auch China eine ganze Menge. Wir arbeiten mit den Vereinigten Staaten und mit Japan zusammen, um neue Regeln in der WTO festzuschreiben in Bezug auf industrielle Subventionen und Technologietransfer. Diese chinesischen Verzerrungen versuchen wir also so anzugehen, indem wir unser Regelwerk aktualisieren. Das ist wichtig, denn so wie wir uns positionieren, werden wir die Welt für die zukünftigen Jahre gestalten. Da werden die Weichen gestellt für die zukünftigen Generationen. Europa hat in den vergangenen Jahren sehr viele Handelsverhandlungen geführt und abgeschlossen. Japan, Kanada, Verhandlungen mit Vietnam, Singapur und Mexiko sind zum Abschluss gekommen. Wir arbeiten gerade am Abschluss der Verhandlungen mit den vier Ländern des Mercosur und wir sprechen mit Neuseeland und Australien. Jede dieser Vereinbarungen ist ein Signal, dass wir der Welt zeigen, dass wir offen für den Handel sind, für regelbasierten Handel. Und wir haben Unterstützer. Handel kann zum gegenseitigen Vorteil gereichen, wenn es fair gemacht wird, wenn es so gemacht wird, dass die Partner sich gegenseitig respektieren. Japan zum Beispiel. Unser Handelsabkommen mit Japan deckt über 600 Millionen Menschen ab, über ein Viertel des Welt-BIP. Das ist ein signifikantes Volumen. Für Deutschland ist es wichtig. Deutschland ist eine offene, stark vernetzte Wirtschaft, die sehr viel profitieren kann von diesem Abkommen mit Japan. 20 Millionen, habe ich gehört, ist eher Export nach Japan jedes Jahr. 200.000 Arbeitsplätze hängen vom Direkthandel mit Japan ab. Das kann jetzt noch anwachsen, wenn die Zölle fallen und der Handel erleichtert wird. Denn Japan war immer ein stark geschützter und abgeschotteter Markt. Der Dienstleistungsmarkt, die öffentliche Beschaffung geöffnet. Es wird Mindestnormen geben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dann gibt es zum Beispiel Sonderregelungen und Schutzregeln für spezielle europäische Produkte wie Schwarzwälder Schinken, Herkunftsbezeichnungen. Die Regeln sind natürlich kompliziert für alle, aber es ist noch komplizierter für kleine Unternehmen, denn KMUs haben nicht die Ressourcen wie die großen Unternehmen. Deswegen haben wir in all unseren Handelsabkommen, auch im japanischen Abkommen, ein spezifisches Kapitel dazu, wie wir kleine Unternehmen besonders schützen und unterstützen können bei der Umsetzung unserer Handelsübereinkommen. Porzellan aus Dresden, Spielzeug aus Düsseldorf, Pharmazeutika aus Berlin und Maschinen aus Nürnberg sind gerade unterwegs nach Japan. Die können dann verschiedenen Containern, die von Japan nach Europa sind, quasi mal rüberwinken. Das heißt, es gibt diesen Verkehr bereits. Wir öffnen Chancen. Handel bedeutet Wohlstand für Europa und auch für Deutschland. Das heißt, dafür lohnt es sich zu kämpfen, für heute, für die nächsten Jahre und für die nächsten Jahrzehnte. Denn wir haben noch viele andere Probleme. Klimawandel, Terrorismus, Migration und so weiter. Das sind alles hochkomplexe Themen.
die komplexe Lösungen brauchen. Grenzüberschreitende Lösungen. Wichtig ist dabei, eine langfristige Lösung im Blick zu behalten. Wir müssen nachhaltig, realistisch und entsprechend unserer Werte handeln. Und so werden wir auch weiterhin den Handel behandeln müssen. Nachhaltig, realistisch und unseren Werten entsprechend, also gerecht für alle. Wir glauben an den globalen Handel und wir haben davon auch schon stark profitiert. Wir profitieren davon auch noch weiter. Wir haben eine Verantwortung für unsere zukünftigen Generationen, die auch noch diese Vorteile genießen wollen, bei uns und auch anderswo. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau Malmström, für das Aufzeigen der Historie sozusagen, der Entwicklung, aber auch für die klaren Vorschläge und Aussagen, wohin wir müssen und wie wir das Thema anpacken. Und darüber wollen wir ja nachher dann am Podium und auch mit dem Beteiligten hier im Saal noch diskutieren. Vielen Dank. Und jetzt kommt der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, lieber Peter Altmaier. Bitte schön. Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Cecilia. Sehr geehrter Fraktionsvorsitzender, lieber Ralf Brinkhaus, lieber Joachim Pfeiffer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein großes Dankeschön an die Kommission, an die Fraktion, dass sie diesen Kongress möglich gemacht hat, dass wir über ein Thema diskutieren, das für den Wohlstand, für den Erfolg, für das Glück unseres Landes mindestens so wichtig ist wie viele innenpolitische Debatten, die wir führen. Und ein ganz großes Dankeschön, liebe Cecilia, für eine großartige Zusammenarbeit über viele Jahre. Wir haben uns kennengelernt, als du für die europäische Innenpolitik zuständig warst und wir bei Terrorismusbekämpfung, innerer Sicherheit sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich war damals erster parlamentarischer Geschäftsführer dieser Fraktion und wir haben in deiner Zeit als Handelskommissarin gesehen, dass du unglaublich viel Positives für unsere Wirtschaft, für unsere Industrie, für unsere Akteure erreicht hast. Es gibt manche Kollegen von dir, Kolleginnen und Kollegen, die das Gute wollen, aber kollaterale Damages manchmal in Form von Bürokratie oder Erschwernissen mit in Kauf nehmen müssen. Ich kann sagen, dass dein Wirken für offene internationale Märkte, für handelspolitische Vereinbarungen dazu beigetragen hat, dass die deutschen Unternehmen ihre Chancen auf den Weltmärkten suchen und realisieren konnten. Wir haben auf den Weltmärkten eine paradoxale Situation. Zum einen ist der internationale Handel noch nie so stark gewachsen wie seit den letzten 30 Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa. Wir haben erlebt, dass die Marktwirtschaft ihren Siegeszug angetreten hat in China, wo Deng Xiaoping Elemente eingeführt hat, in Vietnam, in Indonesien, in vielen anderen Ländern der Region. Wir haben erlebt, dass durch die Weiterentwicklung der Technik, insbesondere auch der Digitalisierung, Handelsbeziehungen möglich waren in einer Intensität, wie wir uns das vor einigen Jahren überhaupt gar nicht vorstellen konnten. Und gleichzeitig zu einem Zeitpunkt, wo das, was Joachim Pfeiffer gesagt hat, nämlich das Prinzip von Ricardo, des großen Volkswirtes, der vor 250 Jahren bereits gesagt hat, das Prinzip des kompetitiven Vorteils bedeutet, wenn Länder miteinander Handel treiben, auch wenn der eine besser ist als der andere, werden alle etwas davon haben, einen Mehrwert davon haben. Dieses Prinzip hat sich bewahrheitet in einem Umfang, wie es Ricardo vermutlich selbst nicht geglaubt hätte. Und zur gleichen Zeit vergessen viele unserer Länder die Vorteile, die damit verbunden sind. Die Länder rund um den Globus, weil wir seit einigen Jahren eine neue Debatte haben über Protektionismus, über Beeinflussung von Chancen auf den Märkten, über Abschottung, über Begünstigung der eigenen Produktion. Und das haben wir nicht nur in China, nicht nur in den USA, das haben wir eben in ganz, ganz vielen Ländern auf dieser Welt. Und deshalb müssen wir uns mit unserer Antwort und mit unserer eigenen Konzeption auseinandersetzen, wie wir erreichen wollen, dass wir die Vorteile bewahren. Denn es steht für Europa, es steht für Deutschland auch viel auf dem Spiel. 23% unserer Wertschöpfung entfallen heute immer noch auf Industrieproduktion. Und 51% unserer Industrieproduktion geht in den Export. Das sind eindrucksvolle Zahlen. Und jeder weiß, was es bedeutet, wenn sich diese Zahlen ins Gegenteil verkehren, oder wenn der Trend auch nur rückläufig wäre. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass die Fragezeichen und die
ersten vereinzelten Wolken am Horizont bereits entstanden sind, bevor die USA mit ihren Strafzöllen auf Stahl und Aluminium begonnen haben, die Debatte zu verschärfen. Die letzten Welthandelsrunden, die mit viel Mühe über viele Jahre vorbereitet wurden, kamen nicht zum Ergebnis. Und es hat dazu geführt, dass wir eine Renaissance der Bi- und multilateralen Handels-Freihandelsabkommen erlebt haben. Das ist übrigens nicht nur in Europa mit seinen Partnern weltweit so, das ist in der ganzen Welt der Fall. Es gibt Hunderte von Freihandelsabkommen, die derzeit verhandelt werden. Und deshalb war es gut und wichtig, dass du, liebe Cecilia, in den letzten Jahren mit dazu beigetragen hast, dass wir mit all unseren großen Handelspartnern darüber verhandelt haben und dass wir in vielen Fällen noch vorangekommen sind, Japan und Mexiko, Vietnam und Australien und viele andere mehr. Wir haben ein Interesse daran, dass die WTO überlebt. Du hast es selbst gesagt, aber wir können alleine nicht garantieren, dass es dazu kommt. Die WTO ist eine internationale Organisation nach dem Prinzip der Einstimmigkeit. Und vielleicht wird die Frage, ob ein Abkommen zustande kommt, nicht von jedem einzelnen Staat, von den Fidschi-Inseln oder von Malta in gleicher Weise beeinflusst. Aber wir müssen die großen Handelsblöcke, wir müssen die großen Länder an einen Tisch und unter einen Hut bekommen. Und das ist eine riesige Herausforderung. Du verdienst alle Unterstützung, wenn es darum geht. Denn was wir mit der WTO verlieren, werden wir erst dann erfahren, wenn wir sie nicht mehr haben. Und das war einer der Gründe, warum wir in den letzten 15 Monaten, in der Zeit, wo ich dich unterstützen durfte in deinen Aktivitäten, immer gesagt haben, auch wenn andere Länder die WTO nicht respektieren, ihre Regeln übertreten, sich nicht daran halten, haben wir als Europäer ein genuines Interesse daran, dass wir diese Regeln hochhalten und dass wir für die WTO eine künftige Rolle ermöglichen. Diese Rolle muss wichtiger sein als das, was in der Vergangenheit der Fall war. Und sie muss ausgedehnt werden, neben der Frage von Zollerleichterungen und freien Märkten, eben auch auf die Fragen des geistigen Eigentums und auf die Fragen der Überkapazitäten in bestimmten Bereichen, unlautere Handelspraktiken und Schutz des geistigen Eigentums. Wir wollen dies erreichen, aber wir können uns nicht darauf beschränken, nur dafür zu arbeiten. Das heißt konkret, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in den Handelsbeziehungen, solange wir die WTO nicht reformiert haben, solange wir nicht erreicht haben, was wir erreichen wollen mit anderen Ländern, so aufgestellt sind, dass es den Interessen aller dient und nicht nur den Interessen Einzelner außerhalb von Europa und in anderen Regionen. Wir haben ein Interesse daran, dass der Handel insgesamt fair verläuft. Wir haben Handelsbeziehungen zu den USA, die genauso bedeutend sind wie die Handelsbeziehungen zu China. Wir haben riesige, wachsende Märkte in Asien, im asiatisch-pazifischen Bereich. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und weil die Menschen in China, in Vietnam, in Indonesien, in Indien, in Bangladesch überall bereit sind, hart zu arbeiten, um ihr Stück vom Wohlstand zu erarbeiten. Das ist die Situation und gleichzeitig haben wir, und deshalb lieber Stefan und lieber Joachim, ein herzliches Dankeschön für euren Artikel heute im Handelsblatt. Ich kann jeden einzelnen Satz unterstreichen. Es ist etwas, wofür ich immer schon geworben habe. Gleichzeitig haben wir ein Interesse daran, auch gute Beziehungen zu den USA weiterhin zu entwickeln. Die transatlantischen Beziehungen waren der Nukleus eines freien Welthandels. Und die transatlantischen Beziehungen beruhen auf einer Wertegemeinschaft. Und deshalb müssen wir insbesondere um die Beziehungen zu den USA kämpfen. Und das ist der Tenor und der Inhalt all unserer Gespräche. Ich sage aber auch ganz eindeutig und ganz deutlich, dass wir natürlich auch unseren amerikanischen Freunden zumuten müssen, dass wir unter Freunden und Partnern über das reden, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Und wir erwarten eben, dass wir uns gemeinsam um Lösungen bemühen und dass es nicht unilateral und einseitig zu Entscheidungen kommt, die man dann hinterher nur sehr mühsam wieder korrigieren und die negativen oder schwierigen Auswirkungen beseitigen kann. Wir sind uns mit vielen unserer Freunde einig und das tun wir auch, dass wir mit unseren chinesischen Freunden genauso offen, vielleicht noch offener reden müssen. China ist längst kein Entwicklungsland mehr im eigentlichen Sinne der Bedeutung. Es gibt große Wohlstandsunterschiede, aber China ist ein Land, das auch für den Erfolg der deutschen Außenwirtschaft von großer Bedeutung ist. Und umgekehrt
längst seinen Einzug auf die Weltmärkte gehalten hat und dazu beiträgt, dass die weltweite Wirtschaft wächst. Wenn die chinesische Wirtschaft nicht mit 6 oder 7% pro Jahr wächst, sondern mit 4 oder 3%, dann hat China den Schnupfen, aber die übrige Welt eine Lungenentzündung. Und deshalb haben wir die Interessen der vielen tausend deutschen Unternehmen in China ebenso im Auge, wie die Interessen unserer Wirtschaft im Übrigen, die sich zum Teil einer Konkurrenz ausgesetzt sieht, die weniger schwere Gewichte in Form von Bürokratie mitschleppt, die weniger an Regeln gebunden ist und dafür mehr staatliche Unterstützung genießt. Wir hatten vor einigen Wochen die sogenannte Seidenstraßenkonferenz Belt and Road Initiative in Peking. Ich habe dort die Bundeskanzlerin vertreten dürfen und es war wahrscheinlich eine der substanzreichsten Konferenzen, weil wir uns gegenseitig nicht so spart haben. Wir haben darüber geredet und beispielsweise, dass man Logistikinfrastruktur, Straßen und Häfen und See- und Luftwege eben nicht politisch einseitig für eigene Zwecke benutzen darf, sondern dass sie eine Art neutrale Infrastruktur sein müssen, die allen zur Verfügung steht. Dann allerdings muss man dazu sagen, lieber Ralf, ich habe mir auch die Frage gestellt, warum wir als Europäer nicht auch mal auf die Idee gekommen sind, darüber nachzudenken, wie wir unsere Autos und unsere Produkte in alle Welt exportieren und ob wir nicht ein Interesse daran haben, dass es dann auch durch Kasachstan und durch die Mongolei und durch andere Staaten sichere Logistikwege gibt. Deshalb hat die Europäische Union im November letzten Jahres ihre eigene Konnektivitätsstrategie für Europa, Asien verabschiedet. Wir sind ein bisschen spät, aber wir werden das sehr, sehr ernst nehmen müssen. Ich bitte auch alle Beteiligten, sich darüber Gedanken zu machen, was notwendig ist, damit das ein Erfolg wird. Und wenn wir dann beide gemeinsam daran arbeiten, dass die Infrastruktur kommt, dann ist sie auch neutral. Und dann wird sie auch nicht missbraucht in die eine oder andere Richtung. Es muss ein Zweirichtungsverkehr sein, keine Einbahnstraße. Und wir haben darüber geredet, was wir an Kritik geäußert haben in den letzten Monaten und Jahren, angefangen bei der Überproduktion, bei den Overcapacities für Stahl und einige andere Grundstoffe, über die Frage des Level Playing Fields beim Zugang zu Märkten und die Frage, ob man dort auch ohne Joint Venture Zwang investieren kann, Mehrheiten übernehmen kann an Unternehmen im jeweils anderen Land. Ich will das zum Abschluss ganz deutlich sagen. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass Deutschland eines der Länder bleibt, wo am leichtesten ausländisches Kapital eine Zuflucht findet, wo am leichtesten investiert werden kann, wo die Attraktivität am höchsten ist, aber wir legen auch Wert darauf, dass unsere deutschen Unternehmen ähnliche Vorteile in anderen Ländern haben. Das ist die große Herausforderung. Die chinesische Parteiführung, der Staatspräsident Xi, hat sehr eindeutige Ankündigungen gemacht, dass China erkannt hat, es muss innere Reformen durchführen in seiner Wirtschaftsverfassung. Es muss dazu beitragen, dass die Rechte anderer entsprechend respektiert werden. Und ich werde im Juni noch einmal nach China fahren und dann großen Wert darauf legen, dass wir zu konkreten Vereinbarungen zwischen Cecilia Malmström, der Europäischen Kommission und China kommen, was die Roadmap für die Umsetzung all dieser Zusagen und Ankündigungen angeht. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt, dass wir mit den USA zu einem gemeinsamen Abkommen kommen. TTIP ist damals nicht realisiert worden. Ich habe das sehr bedauert. Und die Ursachen liegen vielleicht auf beiden Seiten. Aber es ist vergossene Milch und wir kommen nicht auf diese ehemaligen und früheren Aktivitäten zurück. Was wir jetzt wollen, ist ein Industrieabkommen zwischen den USA und Europa, das im Industriebereich die Zölle abschafft, das im Industriebereich dazu führt, dass die Waren ungehindert fließen können, dass sie nicht kontingentiert werden und das im Übrigen dazu führt, dass wir regulatorische Kooperation haben und uns in einer Reihe von Feldern verständigen, die für beide Seiten von Bedeutung sind. Wir diskutieren seit langem ideologisch über Nord Stream 2, aber der entscheidende Punkt aus amerikanischer Sicht ist vor allen Dingen der, ob es möglich ist, amerikanisches LNG-Gas in Europa anzulanden und dort zu verkaufen. Deshalb haben wir uns bereit erklärt und wir haben die entsprechende Verordnung geändert, dass wir in Deutschland mindestens ein, wahrscheinlich sogar zwei LNG-Terminals mit privaten Investitionen errichten, damit dieses Gas dort ankommt. Dann ist es übrigens auch für unsere russischen Partner besonders attraktiv, für gute Preise zu bieten. Das heißt, wenn es Alternativen gibt, wenn wir nicht nur auf einen Lieferanten angewiesen sind, dann diversifiziert das den Supply und den Bezug und das ist eine gute Sache. Wir haben, Cecilia und ich, als ich neu im Amt war,
gleich eine hektische Phase erlebt, weil damals die Strafzölle auf Stahl und Aluminium drohten. Und für mich war immer klar, Handelspolitik ist Sache der Europäischen Union, aber die Europäische Union braucht die starke Unterstützung aus Deutschland. Und dann haben wir einen Besuch in Washington gehabt, beide zur gleichen Zeit. Ich war einen Tag früher dort, du dann, und wir haben uns abgestimmt. Dein Flugzeug war gerade gelandet, meines war gerade im Start. Wir haben wahrscheinlich einige Sicherheitsregeln übertreten, aber wir haben gemeinsame Themen vertreten. Diese Themen werden heute noch verhandelt mit den USA. Wir haben jetzt ein Mandat beschlossen, das wäre ohne dich nicht möglich gewesen. Und deshalb der Appell an uns alle ist, lasst uns trotz der Europawahlen, trotz der innenpolitischen Debatten dieses Thema Handel nicht vergessen. Lasst uns dafür arbeiten, dass wir an ganz, ganz vielen Baustellen Fortschritte machen, weil davon eben auch die Arbeitsplätze und das Wachstum dieses Planeten abhängt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Peter Altmaier, für den engagierten Vortrag und auch für die klaren Pfähle, die du eingerammt hast. Auch auf die werden wir gleich in der Diskussion dann eingehen. Und da will ich auch gleich starten. Wir würden jetzt zunächst zwei Runden hier am Podium machen und dann mit Ihnen zusammen weiter diskutieren. Ich will vielleicht mal, die Wahrheit ist ja auch immer konkret, mit der Frau Tietzrath beginnen. Frau Tietzrath, Sie sind Vorstandsvorsitzende des Hamburger Hafens. Und wenn die Schienen, von denen gerade die Rede war, und die Seewege und die Luftwege, also die Transportrouten, die Lebensadern sind, dann ist vielleicht der Hafen so etwas wie die Herzklappe sozusagen, wo ja alles dann irgendwie mal durch muss. Und diese Häfen haben ja auch gewisse Frühindikatorfunktion. Vielleicht können Sie uns mal sagen, nach allem, was wir da an Irrungen und Wirrungen und Verunsicherungen haben, spüren Sie da schon was in den Häfen, am Hafen? Hat sich da was verändert und was erwarten Sie? Ja, vielen Dank. Vielleicht, ich bin nicht nur Vorsitzende eines börsennotierten Unternehmens, Hamburger Hafen Logistik AG, der den Hamburger Hafen bewirtschaftet, sondern Herzklappe und auch ein bisschen Blutbahn, weil wir haben gleichzeitig sind wir Marktführer in der Ukraine, in Odessa. Wir sind Marktführer in Estland mit unserem Hafen in Tallinn. Und unsere Tochter, die Metrans-Gruppe, ist Europas größter privater Schienengüterprovider mit seinem Hauptsitz in Prag. Also tatsächlich bin ich Vorsitzende eines typisch deutschen Unternehmens, was tatsächlich ein typisch europäischer Logistikkonzern ist. Und Ihre Frage nach dem sozusagen ein bisschen auch Temperatur messen, wie denn der Außenhandel im Moment aussieht. Ich habe gerade unsere Ergebnisse des ersten Quartales verkünden dürfen und habe auch verkünden dürfen, bezogen auf Deutschland 2,2% Wachstum im Hamburger Hafen. Das bedeutet, die Seegüterhäfen, wird der eine oder andere wissen, schlagen 425 Milliarden Euro um, sind also ein wesentlicher, relevanter Bestandteil für die Außenhandelsbilanz, um sie zu gewährleisten. Wir sehen im Moment noch keine Verlangsamung im Sinne von konjunktureller Wirkung, aber sehr wohl massive Diskussionen und auch Veränderungen im Umgang miteinander und im Umgang insbesondere auf der Import- und Exportseite. Wenn Sie Marktführer in Estland sind, ich habe erst vor kurzem mit der Wirtschaftsministerin mich lange unterhalten, wird Ihnen sehr deutlich die Ängste, die geäußert werden, über die Nachbarn, die Russland heißen. Wenn Sie als Teil der Seidenstraße und die Hala und der Hamburger Hafen und unser Tochterunternehmen Metrans, wir sind nicht nur Teil der Seidenstraßen, es sind ja durchaus mehrere, die die Korridore auf der maritimen Seite, aber auch auf der kontinentalen, auf der Schienengüterseite bestreiten, dann spüren Sie sehr deutlich natürlich den Angang der chinesischen Partner. Und ich sage das ganz bewusst, weil mir ist das ein großes Anliegen als Vertreter der Wirtschaft hier, deutlich zu machen, dass China seit mehr als 30 Jahren ein intensiver Handelspartner und auch Partner der Hala in Hamburg ist, aber auch auf der Schienengüterseite in unseren Terminals. Wir haben mehr als 15 Terminals in Polen, in Ungarn, in Tschechien, in Österreich und in Deutschland. Partner ganz bewusst, weil wir sehen, und ich glaube, das wird ein bisschen übersehen, dass selbstverständlich China schon lange kein Entwicklungsland mehr ist. Wir haben lange Jahre, Jahrzehnte als Europa und auch hier in Deutschland profitiert von der hervorragenden Zusammenarbeit.
Zusammenarbeit im Sinne von verlängerte Werkbank, aber auch umgekehrt großer Absatzmarkt für Deutschland und Europa von Gütern und dementsprechend auch von logistischen Strömen. Heute sehen wir, dass natürlich China selbstbewusster geworden ist und mir ist es ein großes Anliegen, auch darauf hinzuweisen, dass wir die Ankündigung der Seidenstraße, und Herr Altmaier hat ja gerade davon intensiv berichtet, nicht nur ernst nehmen, sondern sie auch aktiv gestalten. Und deswegen kann ich das nur unterstützen, was Herr Altmaier sagte, die Seidenstraße ist keine Einbahnstraße. Die Seidenstraße ist eine Straße, die mit Reziprozität begonnen werden muss. Übrigens nicht ein deutsches Wort, sondern es war Konfuzius, der diese Reziprozität erfunden hat. Also da darf man dann auch die Chinesen beim Wort nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie auch darauf aufmerksam machen und auch ganz selbstbewusst einfordern. Ich glaube, das ist notwendig, um das auch entsprechend zu beleben. Ja, vielen Dank für diesen Eindruck. Schön, dass da die Dinge nach wie vor am Wachsen sind und auch für die Aussage Reziprozität und dass wir die Dinge da auch aktiv anpacken. Und schön, dass da keine unmittelbare Gefahr zumindest in Verzug ist. Herr Brauner, bei der WTO sehe ich aber unmittelbare Gefahr in Verzug. Frau Malmström hat die Besetzung der Appellationskammer angesprochen. Ende des Jahres wird die nicht mehr handlungsfähig sein, wenn keine Nachbesetzung erfolgt. Die Reform der WTO wurde angesprochen, war auch großes Thema im letzten Jahr bei G20. Wenn da nicht unmittelbar was passiert, ist die WTO handlungsunfähig und ist damit der multilaterale Welthandel am Ende? Die Antwort ist nein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über das Interesse an der WTO und es tut mir gut zu hören, wie Sie Sorge um die WTO ausdrücken und auch Engagement versprechen. Die WTO hat ja viel mehr als nur das Streitbeilegungssystem. Die WTO ist eine Einrichtung mit einer Vielzahl von Komitees, in denen in täglicher Arbeit auch das Recht weiterentwickelt wird, zwar in ganz kleinen Schritten, aber auf der technischen Ebene funktioniert es gut. Und Frau Malmström hat ja auch gerade darauf hingewiesen, dass es neue Themen gibt, die in Gruppen kleinerer Anzahl, so zwischen 70 und 85 Teilnehmerstaaten verhandelt werden. Da sind neue Themen wie E-Commerce, aber auch Investitionserleichterung auf der Tagesordnung. Und die Zusammenarbeit dort funktioniert gut. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man keine Gelegenheit auslässt, zu demonstrieren, dass man zusammenarbeiten kann, wo das möglich ist. Und ein Beispiel ist ja auch die EU und die USA, die sich gemeinsam darum bemühen, die Notifizierungsdisziplin zu stärken. Da hat jeder einen Vorschlag auf den Tisch gebracht. Also auf der technischen Ebene funktioniert es gut und auch auf der Verhandlungsebene, wie gerade beschrieben, gibt es neue Ansätze. Was die Rechtsprechung betrifft, ja, da haben wir ein Riesenproblem, ohne Zweifel. Es sind zurzeit 4 von 7 Richterstellen unbesetzt und im Dezember endet die zweite Amtsperiode von 2 Richtern. Dann ist noch eine chinesische Richterin übrig. Ich verwende hier übrigens das Wort Richter, würden die Amerikaner nie machen. Ich mache das nur aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung. Für die Amerikaner ist es kein Gericht, sondern ein Streitbeilegungsmechanismus. Und die Damen und Herren, die ich als Richter bezeichnet habe, sind Mitglieder des Streitbeilegungsmechanismus. Also im Dezember ist dann fast Schluss. Es gibt eine Regel, die auch umstritten ist, dass nämlich die Richter, die an einem Fall schon gearbeitet haben, noch weiter ihren Fall zu Ende bringen können. Aber damit kommen sie natürlich auch nicht weit in das Jahr 2020. Dann gibt es aber Überlegungen, die auch jetzt schon sich zum Teil realisieren, nämlich dass Staaten entscheiden könnten, schon im Vorhinein, wir begnügen uns mit dem Urteil erster Instanz. Wir gehen nicht in die Revision. Das wäre für mich Ausdruck einer gewissen Reife. Dann gibt es Überlegungen, im Rahmen der WTO Schiedsgerichtsverfahren durchzuführen. Und die dritte Variante, das ist die schlechte, die unreife, das ist nämlich die, dass man sich in erster Instanz streitet, ein Urteil erhält,
und dann im vollen Bewusstsein der Dysfunktionalität der Berufungsinstanz diese anruft. Und dann hat man eben kein Urteil, was in Rechtskraft erwachsen kann. Das ist das, was verhindert werden muss. Dankeschön. Frau Malmström, Sie haben es angesprochen, Peter Altmaier hat es angesprochen, es gibt ein Mandat jetzt mit den USA zu verhandeln. Wir haben ja mit TTIP gemeinsam gekämpft, waren aber nicht erfolgreich. Wenn wir TTIP heute hätten, wäre vieles vielleicht leichter. Dann könnte auch die amerikanische Seite nicht so agieren, wie sie agiert. Was bringt dieses Mandat, was im Übrigen ja erstmalig auch nicht einstimmig, sondern gegen die Franzosen in Europa verabschiedet wurde? Gelingt es, wie Peter Altmaier es sagte, auf die Industrie das zu fokussieren, weil die Amerikaner ja die Landwirtschaft unbedingt mit dabei haben wollen? Also quasi die Quadratur des Kreises, die Sie hier erfüllen sollen. Wie wollen Sie das angehen? Thank you very much. Yes, indeed. Ja, vielen Dank. In der Tatsache, wir haben gemeinsam für TTIP gekämpft, aber es war schwierig. Wir haben sehr viele Fortschritte bei TTIP gemacht, aber auch bei der früheren Regierung war das schwer durchzubringen. Denn es gibt grundlegende Differenzen. Ich denke aber, es ist eine gute Idee, ein Freihandelsabkommen zu haben, wie wir es auch immer nennen, vielleicht brauchen wir einen neuen Namen, zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. Denn wir sind die größten Partner. In jeder Sekunde treiben wir miteinander Handel. Aber im Moment ist das nicht möglich. Was wir aber vereinbart haben, ist, dass um diese positive Agenda aufrechtzuerhalten, denn Peter hat ja gesagt, wir brauchen eine positive Agenda mit unseren amerikanischen Partnern, würden wir ein kleineres Handelsabkommen schließen, konzentrieren uns nur auf Industriegüter. Und wir haben gesagt, wir sind bereit, alle Zölle einschließlich für den Fischereisektor abzuschaffen, wenn die das auch machen wollen. Dann können einzelne Produkte diskutiert werden, wo das ausgeschlichen wird oder die eine Ausnahme sein könnten. Und das wäre dann ein Abkommen. Das könnte begleitet werden von einem Konformitätsabkommen. Das heißt, das macht für uns auf beiden Seiten des Atlantiks es einfacher, Zertifizierungen für unsere Produkte zu bekommen, also die Bürokratie abbauen sozusagen. Das wäre gut für Sie und für uns. Wenn wir jetzt beschließen, ein solches Abkommen zu verhandeln und beide Partner da wirklich sich drauf einlassen, dann können wir das schnell schaffen mit Vorteilen für beide Seiten. Wir können das Wachstum verstärken und viel Geld mit den Abgaben sparen. Und das könnte dann Vertrauen für etwas Größeres in der Zukunft aufbauen. Das haben wir aber jetzt für den Moment vereinbart. Herr Juncker hat sich im letzten Jahr im Juli mit Herrn Trump im Weißen Haus getroffen. Da wurde das diskutiert, auch das Gasthema, was der Minister schon angesprochen hat, und Sojabohnen und so weiter. Aber damals war es ganz klar, dass Europa so wie es heute dasteht, nicht bereit ist, Landwirtschaft zu diskutieren. Die Amerikaner kommen immer wieder darauf zurück, aber sie sind auch nicht bereit, unsere Interessen zu diskutieren. Das wäre öffentliche Beschaffung zum Beispiel oder den Jones-Act, der dann für Seeleistungen dann auch offen wäre. Aber man könnte hier weitermachen. Wir haben ein Mandat. Leider haben die Franzosen das nicht unterzeichnet, aber sie haben über ein Jahr sich an der Diskussion beteiligt. Sie sind also beteiligt, wissen, worum es geht. Und wir haben den Amerikanern signalisiert, dass wir bereit sind, die Verhandlungen zu beginnen. Wir haben noch nicht begonnen, vielleicht weil die Amerikaner und Chinesen noch ein bisschen was zu besprechen haben. Aber wir hoffen, dass wir uns bald zusammensetzen können und einen Entwurf für einen möglichen Plan für Verhandlungen vorlegen können. Damit könnten wir dann eine positive Plattform aufbauen. Wir haben Unstimmigkeiten, aber das wäre positiv. Und dann müssen wir sehen, wie es in der Zukunft weitergeht. Denn das wäre dann auch die Quadratur des Kreises. Und für beide Seiten wäre das hilfreich. Ich will vielleicht nochmal Peter Altmaier fragen, ob wir nochmal beim Thema USA nochmal bleiben. Du hattest es ja in deinem Vortrag bereits angesprochen. Wie muss Deutschland und wie muss die EU auf die veränderten Herausforderungen mit den USA reagieren, politisch, wirtschaftlich, infrastrukturell? Du hast ja das Thema Nord Stream Gas angesprochen. Da gibt es ja auch Dinge, die im Raum stehen, wo auf einmal deutsche Autos oder
wo Gasleitungen dann die nationale Sicherheit bedrohen und andere Fragen mehr. Insoweit, was ist hier zu tun von deutscher Seite eingebettet in Europa? Ich glaube, wenn man es kurz auf einen Punkt bringen kann, dann ist es selbstbewusste Freundschaft. Ich sage ganz bewusst Freundschaft, weil wir den USA so unglaublich viel zu verdanken haben, und zwar nicht nur einmal in der Geschichte, sondern mehrfach und häufig und bis heute. Zum anderen aber, weil wir erstens feststellen, dass die Amerikaner ihre Rolle heute anders sehen als vor 20 Jahren. Sie sind nicht länger der Hüter der Welt. Und das bedeutet, sie haben sich in vielen Bereichen zurückgezogen auf Fragen, die sie interessieren, weil es ihre unmittelbaren Wirtschaftsinteressen betrifft. Zweitens, die Amerikaner verfolgen eine aktive Industriestrategie, eine andere als China, aber eine, die gleichwohl Rückwirkungen hat auf ihre Handelspartner überall in der Welt. Beispielsweise das Verhängen von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium hat natürlich nicht nur dazu geführt, dass in den USA die Stahlpreise teurer wurden, sondern es hat halt eben auch dazu geführt, dass Stahllieferungen, die nicht mehr nach USA gingen, auf den Weltmärkten sich neue Abnehmer gesucht haben und dann zum Teil nach Europa kamen, überwiegend nach Europa kamen, weil dort die Wirtschaft in einer guten Verfassung ist, und das hat dann die Situation auch für deutsche Wettbewerber mit beeinflusst. Dritter Punkt ist, dass wir auch gegenüber unseren amerikanischen Freunden sagen müssen, dass der Multilateralismus aus unserer Sicht nicht ausgedient hat, sondern unverzichtbar ist, wenn wir diese so unübersichtliche Welt für die Zukunft in ein vernünftiges Regelwerk bringen wollen. Multilateralismus heißt, dass man auf einseitige Entscheidungen verzichtet und dass man sich innerhalb des Regelwerks, das existiert, bewegt. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und der letzte Punkt ist, ja, wir müssen auch unseren amerikanischen Freunden, die derzeit ein Wirtschaftswachstum haben von annähernd 3%, deutlich machen, dass Handelskonflikte, die entstehen und die über Monate und Jahre nicht gelöst werden, negative Auswirkungen für alle Beteiligten dauerhaft haben werden. Wir erleben jetzt schon, dass der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt negative Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft hat, weil es viele Unternehmen gibt, europäische Unternehmen, die sowohl in China für den amerikanischen Markt produzieren, wie auch in den USA für den chinesischen Markt. Das alles hat Auswirkungen, und es wird auch Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft haben, wenn auch zeitverzögert, weil sie im Augenblick die negativen Auswirkungen der Handelskonflikte überschneiden mit den positiven Ergebnissen der Körperschaftssteuerreform, die in den USA durchgeführt worden ist. Das ist übrigens auch etwas, was wir uns dann in Deutschland in der Debatte genau überlegen müssen. Wir hatten die letzte große Körperschaftssteuerreform in Deutschland vor vielen Jahren. Seither hat sich die Welt verändert, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA. Und deshalb müssen wir natürlich auch in dem Bereich überlegen, ob wir nicht irgendwann, und damit meine ich jetzt nicht in 20 oder 30 Jahren, sondern in den nächsten 2, 3 Jahren, auch in dem Bereich noch einmal dafür sorgen müssen, dass unsere Unternehmen ein Level Playing Field haben, dass sie gegenüber anderen nicht benachteiligt. Dankeschön. Lieber Holger Bingmann, jetzt kommen wir vielleicht mal zu China, das mal anzusprechen. Die deutsche Wirtschaft, europäische Wirtschaft hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv profitiert von den Exporten nach China. Es sind auch dort viele Investitionen entstanden. Jetzt haben wir teilweise Angst, wenn die Chinesen bei uns sich engagieren. Und wir sehen, dass in vielen Bereichen es doch nicht so vorangeht. Öffentliche Beschaffung ist vorher schon erwähnt worden. Reagiert die Europäische Union, reagiert Deutschland auf die Herausforderung China richtig, und was ist zu tun aus deiner Sicht? Vielen Dank. Also ich glaube, dass wir alle sehen, dass hier eine Veränderung der Wahrnehmung gegenüber China in nahezu drastischer, dramatischer Geschwindigkeit passiert. Ich denke mal, so im Laufe des letzten Jahres zumindest und die 2 Jahrzehnte davor waren wir alle recht entspannt und haben viele Firmen positiv begleitet, die Richtung China gegangen sind, auch einen hohen Anteil an ihrer Wertschöpfung aus China, in China realisieren. Und wir haben so ein
bisschen, wenn ich das mir erlauben darf, wir haben so ein bisschen die Probleme vielleicht auch verdrängt. Und jetzt auf einmal merken wir, dass da Dinge sind, die in Ordnung gebracht werden müssen. Und ich bin Ihnen dankbar für die Nachhilfe zu Konfuzius. Das ist natürlich Thema Reziprozität, ist etwas, was wir immer so ein bisschen verdrängt haben. Und natürlich hat man sich über VPN-Kanäle aufgeregt, aber man hat es nie bis zum Ende durchdiskutiert. Und ich empfinde es richtig, dass wir jetzt ein Stück hellhöriger werden. Ich will nicht das Wort naiv für die Vergangenheit in den Mund nehmen, aber ich will durchaus in den Mund nehmen, dass es besser ist, dass wir jetzt manche Zustände uns genauer anschauen für die Zukunft und prüfen. Auf der anderen Seite vertrete ich den Handel. Handel ist, glaube ich, etwas, und das viel mehrfach schon, weil immer Menschen zusammengebracht hat und seit Jahrtausenden sich etwas flexibel zeigt. Deswegen bin ich auch dankbar für die Anmerkung, die Seidenstraße, also nicht im charmanten, sondern Belt and Road vielleicht, im weniger charmanten Namen, bietet auch Chancen. Am Freitag war ich bei einem sehr großen Technologiekonzern, der sich an der Seidenstraße aktiv begleitet. Und was macht er? Also die Chinesen kommen und bauen und irgendjemand muss das Ding ja auch warten in Zukunft. Also lassen Sie uns doch vielleicht auch mal überlegen, ob es nicht Nischen gibt, neben der großen Initiative, an die wir denken müssten. Des Weiteren bin ich absolut der Meinung, wir haben es als Europa, aber auch als Deutschland durchaus ein Stück vergessen, eigene Angebote an afrikanische Länder, osteuropäische oder auch europäische Länder zu machen. Ich glaube, hier haben wir Nachholbedarf, hier könnten wir etwas tun. Dabei will ich nicht immer um staatliches Geld fragen, sondern durchaus auch privatwirtschaftliches, vielleicht mit der Unterstützung. Also das sind die Punkte gegenüber China. Ansonsten ist es sicherlich richtig, mit China gemeinsam zu arbeiten. Die sind so stark und die sind so konsequent, da können wir doch jetzt nicht auf einmal auf beleidigt schalten. Deswegen bin ich sehr dankbar für jedes Gespräch, was geführt wird. Und lassen Sie mich noch, oder lieber Joachim, lassen Sie mich noch einen letzten Punkt anführen zum Thema Exportüberschüsse. Wir müssten auch einiges tun, um unsere Importe zu stärken. Also das würde schlagartig auch uns helfen und das ist auch im Industriepolitikpapier verankert. Wir müssen schauen, dass wir die andere Seite der Waage vielleicht ein bisschen mehr nach oben kommen. Da gibt es tolle Regularien, eine KfW, die wir stärken müssen, nicht nur eine WTO, die wir natürlich, da sind wir uns schon lange einig, stärken müssen. Aber wir brauchen auch das Thema Import als letzten Punkt. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann machen wir jetzt noch eine zweite Runde. Da würde ich gerne mal mit allen so etwas das Thema Multilateralität, Plurilateralität, Bilateralität besprechen. Wie wir da richtig drauf reagieren. Jetzt sind wir uns hier im Klaren, am besten wäre multilateral. Jetzt geht es aber nicht immer so, wie wir das wollen, multilateral. Haben wir auch in der Vergangenheit ja schon gemerkt, wo wir lange dran festgehalten haben als EU, erst die Doha-Runde weiter zu verhandeln, bevor man dann mit anderen Regionen begonnen hat, bilaterale Dinge anzugehen. Wir stellen fest, dass die USA versuchen, auch im gegenwärtigen Konflikt oder in der Diskussion mit China bilaterale Instrumente zu implementieren. Auch die Chinesen versuchen natürlich ja bilateral oder auch zum Teil auseinander zu dividieren. Selbst innerhalb der Europäischen Union stellen wir ja fest. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Und da würde ich vielleicht zunächst mal den Herrn Brauner fragen wollen, der ja natürlich heute multilateral eine Institution vertritt, der aber ja aus seiner Historie auch kennt, wie in Deutschland, wie in Europa gedacht wird. Reagiert Europa, reagiert Deutschland da richtig, so wie es Frau Malmström vorher angedeutet hat, quasi eine Gruppe, ich nenne es immer Koalition der Willigen, wurde mir jetzt gesagt, das wäre jetzt nicht so positiv besetzt, aber es drückt es dann schon aus, eigentlich eine Allianz für Freihandel sozusagen. Frau Malmström hat es ja vorher gesagt, von Japan über die ASEAN-Staaten bis Mercosur und Mexiko. Also das wäre im Zweiten vielleicht so, wo ich gerne von allen mal dazu hören würde, wie sie denn das so einschätzen, was wir machen können. Und zunächst vielleicht, Herr Brauner, machen wir das richtig mit diesem Ansatz aus Europa heraus? Ja, vielen Dank. Also ich verlasse jetzt den Rahmen meiner Arbeitsplatzbeschreibung bei der WTO
Als ich 2001 Abteilungsleiter für Außenwirtschaftspolitik im BMW wurde, da waren wir noch ganz klar Multilateralisten. Da durfte man auch gar nicht anders denken. Ich kann mich erinnern, Herr Clement hat mal so über irgendwelche Abkommen, die Europa mit ASEM abschließen könnte, nachgedacht. Und dann hat Herr Lamy, damals der Kommissar, gleich ganz heftig reagiert. Wir waren bis 2006, waren wir klar Multilateralisten und nichts anderes. Und dann gab es die Asien-Pazifik-Konferenz in Bangkok, wo wir plötzlich festgestellt haben, dass die Japaner dabei waren, mit den Thais ein Freihandelsabkommen zu verhandeln. Und dann würde der Lexus zollfrei nach Thailand eingeführt werden können und die deutschen Premium-Autos mit 200% Zoll belastet werden. Und dann hieß es, wir müssen jetzt, auch wenn wir weiter philosophisch Multilateralisten sind, müssen wir, um Nachteile abzuwenden, bilateral unterwegs sein. Und dann hat 2006 unter finnischer Präsidentschaft mit Global Europe diese Welle angefangen, wo Europa versucht hat, bilateral Abkommen abzuschließen. Anfangs nicht so erfolgreich, aber doch jetzt sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und auch sehr zum Nutzen der deutschen Wirtschaft, wie wir zum Beispiel am Fall des Freihandelsabkommens mit Korea sehen. In der Aufgabe, die ich jetzt vertrete, ist die Aussage, diese bilateralen Freihandelsabkommen sind Bausteine für den Multilateralismus. Das stimmt auch, aber nur dann, wenn sie in Kraft getreten sind. In der Phase der Verhandlung sind sie eindeutig Stolpersteine. Also, ich habe vor der 10. Ministerkonferenz, die 2015 in Nairobi stattfand, in Brüssel angerufen und habe gesagt, hier ist keine Dynamik in den Verhandlungen, ihr müsst mal was auf den Tisch legen. Und dann habe ich gesagt, macht doch mal was bei Rindfleischquoten. Und da hat mein Gesprächspartner auf der anderen Seite wirklich sehr verärgert reagiert, weil er gesagt hat, das brauche ich doch als exklusives Angebot für TTIP. In der Phase, in der solche Abkommen verhandelt werden, kann man multilateral eben nichts bieten. Aber wenn sie in Kraft getreten sind, die bilateralen Abkommen, dann haben sie schon eine Menge Hausaufgaben erledigt, haben sich mit nationalen Lobbys auseinandergesetzt, haben deren Widerstand überwunden. Und wenn sie das mit einer Reihe von bilateralen Partnern tun, dann haben sie zu Hause schon so viel geleistet, dass sie das nach einer gewissen Vielzahl von bilateralen Freihandelsabkommen mühelos auf die multilaterale Ebene heben können. Deshalb, also auch in meiner Verantwortung jetzt auf der multilateralen Ebene, finde ich, wie Europa das zurzeit betreibt, ist okay. Okay, ja, machen wir einfach mal gerade zu den Themen die Runde weiter. Dann würde es gerne ein bisschen mischen, würde jetzt vielleicht direkt nochmal den Holger Wingmann fragen. Wie sieht das die Wirtschaft als Verband sozusagen? Wir sind natürlich Freunde der WTO und jedes Abkommen, was mehr als zwei Partner hat, sind positiv. Trotzdem, glaube ich, als Wirtschaft sollten wir über jeden neuen Freund oder jede intensivierte, verlässliche, auf sauberen Werten beruhende Freundschaft dankbar sein. Ich finde auch, dass wir auch innerhalb Europas vielleicht noch mal ein bisschen stärker darüber nachdenken, ob wir in Spanien wirklich nur unser Ferienhaus haben wollen oder nicht vielleicht doch auch noch mal über Geschäfte nachdenken können. Und mein ältester Joint-Venture-Partner ist eine Firma in der Altstadt von Schweden. Mit dem mache ich einfach seit 20 Jahren Geschäfte, weil ich weiß, dass ich mich auf den Inhaber verlassen kann. Und ich glaube, neben dem Thema neue Freunde, Plurilateralismus ganz obendran, neue Freunde, ist das Thema Bilateralismus notwendig, aber kann uns nicht leiten, sondern wir müssen möglichst viele mitnehmen, denn sonst eröffnen wir ja ganz komische Wege. Der eine exportiert in dieses Land und exportiert dann von dort aus wieder daraus. Damit auch verbunden, Ursprungsregelungen sind etwas, was angegangen werden muss. Und wofür ich bitte auch nochmal plädieren will, insbesondere im Sinne der kleinen und mittelständischen Unternehmen, oftmals sind Zölle
gar nicht so das Dramatische, diese non-tarifären Handelshemmnisse und den ganzen, lassen Sie mich deutlich sagen, Papierkram, der ist oftmals für speziell Mittelständler viel belastender als nochmal 2-4% Zoll. Deswegen große Bitte auch in allen Gesprächen, Zoll kann ein Eingang in ein TTIP neu light sein, aber mit der Bitte, da gibt es noch anderes, was eigentlich speziell für kleine und mittelständische Unternehmen das Leben fast noch ein bisschen schwerer macht. Schön. Frau Tietzart. Ja, natürlich glauben auch wir, dass ein multilateraler Ansatz sicherlich der bessere ist. Die Frage ist, manchmal ist der Weg eben auch das Ziel. Und ich möchte bewusst mal ein anderes Beispiel, eigentlich eines Freundes, würde es immer noch so bezeichnen, der aber nicht mehr im Freundeskreis ist, nämlich über Russland nochmal reden. Und der Umgang mit Russland, wo ja Europa und auch Deutschland tief zerstritten ist. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum sich das Verhältnis über die Jahre auch so verändert hat. Aber ich möchte bewusst auch mal hier die wirtschaftliche Sicht und die Brille mal aufsetzen, wie die Situation dort heute ist. Weil die Sanktionen reichen einfach eben nicht auf Dauer aus, um Konflikte zu lösen. Und daher sind eben dann auch in diesem Sinne Abkommen, die über den multilateralen Weg gehen und gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Grundlage bieten, glaube ich, der richtige Weg. Wir haben ansonsten Situationen, dass sich Staaten zurückziehen, auch Russland tut das und isoliert sich. Und das führt wiederum dazu, dass die guten Wirtschaftsbeziehungen, die es mal gegeben hat, nicht mehr da sind, um sozusagen mehr aus der Handelsbeziehung dann auch herauszukommen. Zu kristallisieren. Und von daher glaube ich, kann ich nur noch mal betonen, wie Herr Bingmann das auch gesagt hat, ein Stück weit ist da der Weg das Ziel und natürlich, je mehr im Multilateralismus verankert werden kann, umso besser. Peter. Ja, ich fange mal mit Russland an. Es ist ein Beispiel dafür, wie schwierig die Dinge sind. Auf der einen Seite haben wir erlebt, dass es zwischen Russland und der Ukraine zu Aggressionen gekommen ist, von denen wir glaubten, dass sie eigentlich heute in Europa nicht mehr passieren. Und deshalb war es notwendig, dass sich die Europäische Union positioniert hat. Wir haben Sanktionen verhängt. Das hat viele Private und viele Unternehmer getroffen. Das ist ausgesprochen bedauerlich. Aber wir haben uns auch vorgenommen, dass wir dazu beitragen, dass sich diese Spannungen auflösen. Und deshalb muss klar werden im Donbass, dass an dieser Waffenstillstandslinie nicht endlos Leute sterben, sondern dass etwas Konstruktives zustande kommt. In der Zwischenzeit haben wir allerdings auch eine Verantwortung gegenüber all den Unternehmerinnen und Unternehmern, die gar nichts dafür können, dass es in der Ukraine diese Aggression gegeben hat und deren Lebenswerk zum Teil auf dem Spiel steht, weil die wirtschaftlichen Beziehungen sich über mehrere Jahre abgekühlt haben. Und deshalb bin ich, nachdem ich in den USA war, im letzten Jahr auch relativ schnell nach Moskau gefahren. Es gab Themen genug, die zu besprechen sind. Und ich denke, wenn man sich ansieht, was in Russland, ich war ja 4 Jahre als Kanzleramtschef ein bisschen kaserniert und nicht so viel unterwegs, und man dann nach 4 Jahren zum ersten Mal wieder nach Moskau kommt, dann stellt man fest, was sich alles dort geändert hat und dass es dort eine ganz junge, neue Generation gibt von Leuten, die nicht über Imperialismus und Militarismus nachdenken, sondern darüber, wie sie ihr Land in die Weltwirtschaft integrieren, und Europa und Deutschland sind bevorzugte Partner. So, und da müssen wir jenseits des Feldes der Sanktionen die Dinge entwickeln, die wir entwickeln können. Deshalb hatte ich auch überhaupt gar keine Probleme damit, innerhalb eines Jahres 3-mal dorthin zu gehen. Ich gehe jetzt nach St. Petersburg, wenn auch nur ganz kurz, weil G20 in Japan stattfindet. Aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen unseren russischen Partnern auch klipp und klar sagen, auf der politischen Ebene, dass dieser unsägliche Konflikt gelöst werden muss und zu einem guten Ergebnis kommt. Zweitens, die bilateralen Beziehungen und der Multilateralismus. Ja, es haben alle gesagt, der Multilateralismus ist besser, und zwar nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus rein praktischen Gründen, weil er den Leuten weniger Schwierigkeiten in der Umsetzung macht. Es gibt eine schöne Anekdote. Der Großvater von Bismarck, einer der Professor Mencken, war Berater eines preußischen Königs, des Nachfolgers Friedrichs II., Entschuldigung, und der hatte immer noch den Absolutismus im Kopf. Und dann hat der Berater nicht etwa gesagt, mein König, das ist heute nicht mehr modern, weil wir haben Demokratie demnächst, sondern er hat gesagt, die Staatsmaschinerie,
ist durch die Weiterentwicklung des Lebens in allen Bereichen so komplex geworden, dass ein Einzelner sie gar nicht mehr in all ihren Teilen überschauen kann. Und damit hat er ein Argument aus Sicht des Königs geliefert. Und das Argument, was man liefern muss für den Multilateralismus, ist, dass eine Welt, die sich nur aus bilateralen Abmachungen und Abkommen zusammensetzt, am Ende so komplex wird, dass es für alle Beteiligten mit erheblichen kollateralen Benefits verbunden wäre, wenn es ein Instrument gäbe, auf das sich alle verlassen können. Wir haben in Europa 28 Mitgliedstaaten immer noch. Wir haben dort vor 40 Jahren eine Verordnung erlassen, die die ganzen bilateralen Sozialversicherungsabkommen abgelöst hat, die es bis dahin zwischen Staaten gab, für Rente, Kindergeld, Krankenversicherung, Grenzgänger, Saisonarbeiter und so weiter, Gastarbeiter. Wir haben dadurch einige tausend Beamte eingespart, weil es nur noch ein Instrument gibt. Und deshalb sage ich, alles, was wir bilateral abschließen, steht unter dem Vorbehalt, dass wir selbstverständlich bereit sind, es in einen multilateralen Rahmen zu überführen, wenn das möglich ist. Im Übrigen lässt die WTO unter bestimmten, eng abgegrenzten Voraussetzungen ja auch zu, dass es zu solchen bilateralen Freihandelsabkommen kommt. Aber es ist wichtig, dass man über diese Rolle der WTO nachdenkt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir mit der WTO in nächster Zeit realistisch wirklich die Chance haben, zu den alten Welthandelsrunden zurückzukehren und erfolgreiche Abschlüsse hinzubekommen. Das würde niemand im Augenblick für möglich halten. Deshalb muss man halt eben bei der Modernisierung der WTO auch überlegen, wie sieht denn eine neue, veränderte Rolle der WTO aus? Dazu hat Cecilia Malmström einige Vorschläge gemacht, ich habe auch einige Vorschläge gemacht. Und der nächste Punkt ist halt eben dann auch, wer wird sich denn darauf kaprizieren und konzentrieren, wenn es darum geht, das zu erreichen und durchzusetzen. Die WTO alleine kann das nicht, das haben wir gesehen. Und deshalb wird die EU helfen müssen. In Peking hat der Präsident Xi am zweiten Tag der Seidenstraßenkonferenz gesagt, ja, auch China bekennt sich jetzt zur Modernisierung der WTO. Aber von diesem Bekenntnis bis zu einem konkreten Ergebnis ist es leider Gottes noch ein weiter Weg. Dankeschön. Ja, Frau Malmström. Jetzt ist die Frage, die Wahl ist in 2 Wochen in Europa, so wie es im Moment aussieht, wird es eine schwierige Bildung werden, bis sich da Koalitionen und eine neue Kommission dann findet. Wir können uns auch gar nicht leisten, jetzt einfach mal ein Jahr nichts zu machen. Insofern setzen wir auch weiterhin auf Sie, dass Sie in diesem Jahr hier die Dinge voranbringen. Und wie würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht eben die Bälle gleichzeitig in der Luft halten und wie kann man die dann doch zueinander bringen? Plurilateralität, Bilateralität, Multilateralität. Well, luckily I'm a woman, so I can do everything at the same time. Glücklicherweise bin ich eine Frau, das heißt, ich kann alles gleichzeitig. Aber Sie können schon auf mich zählen und meine Kolleginnen und Kollegen in der Kommission. Wir können unter Druck arbeiten. Wir können auch in letzter Minute noch was hinbekommen und hoffentlich wird das Europäische Parlament weise genug sein, gute neue Kommissarinnen und Kommissare zu ernennen, die dann übernehmen. 31. Oktober, Mitternacht ist unsere absolut letzte Frist und wir sind bereit, bis zur letzten Minute hart durchzuarbeiten. Und Reform der WTO. Die WTO konnte sich noch nicht auf alles einigen. Sehr traurig ist, dass das Fischereiabkommen nicht verabschiedet werden konnte. Die illegalen Subventionen in der Fischerei. Ich kann meinen Kindern nicht erklären, warum wir uns da nicht einig kriegen, weil es einfach so naheliegend ist. Transparenz, die alten Probleme. Wir müssen uns auf die ärmsten Länder konzentrieren. Und da geht es nicht darum, eine Urknalllösung zu finden, sondern schrittweise zu arbeiten. Dann ist die Frage, können wir vielleicht mehrseitig arbeiten, plurilateral, wie im E-Commerce, im elektronischen Handel? Wie könnte zum Beispiel ein elektronischer Vertrag aussehen, wenn man dafür eine Norm hätte? Oder eine elektronische Unterschrift oder Spam-Regeln? Oder Regeln über Zwangslokalisierung, Daten und Ortung zum Beispiel. Das sind gute Diskussionen, die sind konstruktiv und wir machen da schon Fortschritte.
Und dann müssen wir natürlich die bestehenden Regeln achten und gleichzeitig die bilaterale Agenda weiter vorantreiben. Wir haben etwas auf der EU-Ebene, aber die Länder sprechen ja auch so miteinander. Der Multilateralismus und der Plurilateralismus reichen nicht, um neue Möglichkeiten zu schaffen, neue Märkte zu öffnen für unsere Länder. Wir müssen also vieles gleichzeitig machen. Und ich hoffe, dass die neue Kommission auch die Unterstützung des Europäischen Parlaments genießt, das auf die Tagesordnung zu setzen. Und dass das Europäische Parlament aus Menschen besteht, die was machen wollen mit unserem europäischen Projekt. Denn das Europäische Parlament hat es nicht geschafft, sich auf ein USA-Mandat zu einigen. Da gab es zwei Punkte, wo man sich nicht einig war, und dann fiel das ganze Mandat. Und das war wirklich schade. Wir haben eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer neuen Handelsabkommen. Also wir hoffen, dass jede Menge Leute zur Wahl gehen und dass sie Parteien wählen, die konstruktiv an Europa mitarbeiten wollen. Denn die ganzen Probleme, denen wir gegenüberstehen, können wir nur zusammen lösen. Für Fragen bitte möglichst konkrete Fragen und vielleicht dann auch immer, an wen Sie die stellen. Und jetzt kenne ich zwar eine ganze Reihe hier im Saal, aber auch nicht alle, wenn jeder einfach dann auch noch kurz sagt, wer er ist, wie er heißt und wen er vertritt. Und dann haben wir die Möglichkeit, vielleicht auch eine ganze Reihe mit aufzunehmen. Ich würde auch gerne gleich ein paar sammeln. Vielleicht direkt hier vorne, Andreas Lemmel. Jetzt weiß ich nicht, gibt es ein Mikrofon oder wie machen wir das? Sonst biete ich vielleicht, wir haben zu den Saalmikrofonen, weil es wird aufgenommen und übertragen, sonst hört man es nicht. Vielleicht dann bitte dann zu den Saalmikrofonen gehen. Ja, mein Name ist Andreas Lemmel, ich bin der Obmann im Wirtschaftsausschuss für die CDU-CSU-Fraktion. Meine Frage ginge an Frau Malmström. Sie haben ja die verschiedenen laufenden und abgeschlossenen Verhandlungen über FTAs mit den verschiedenen Staaten zwischen der EU und den verschiedenen Staaten erwähnt. Aber ein Kontinent war in keiner Rede zu hören, da geht es nämlich um Afrika. Dort liegen ja die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen verhandelt, ich sage es mal so, auf Halde. Und meine Frage wäre Nummer eins, wie stellen Sie sich vor, dass der Ratifizierungsprozess jetzt noch in Gang kommen soll, solange die Kommission noch im Amt ist? Und die Frage zwei, Sie verhandeln ja jetzt im Rahmen auch des Cotonou-II-Abkommens ein Freihandelsabkommen mit ganz Afrika. Und jetzt meine Frage, wie sollte das jetzt zusammenkommen? Auf der einen Seite die EPAs und auf der anderen Seite das Gesamthandelsabkommen mit Afrika. Und meine Frage an den Präsidenten des Bundesverbandes. Sie hatten ja gesagt, wir brauchen neben den Handelsabkommen auch die Schärfung eigener Instrumente in Deutschland, um die Außenwirtschaft, um die Unternehmen zu unterstützen. Und ich würde Sie mal fragen, dass Sie vielleicht mal 3, 4 ganz konkrete Punkte ansprechen, die für Ihre Unternehmen wichtig wären, die wir bei uns verbessern müssten, um mehr Möglichkeiten in der Außenwirtschaft zu schaffen. Dankeschön. Dann hier auf der linken Seite. Ja, bitte. Ans Mikrofon bitte gehen. Ist direkt hinter Ihnen. Guten Tag, dear Cecilia. Still during my time in Brussels, we started investment agreement negotiations with China. Cecilia, wir haben China viel diskutiert. Welche Hoffnung haben Sie, dass wir dieses Jahr nach 7 Jahren Verhandlungen mal zu einem Abschluss kommen? Ich schlage vor, dass wir vielleicht 4, 5 sammeln, dass wir es möglichst effektiv machen. Bitte schön. Mein Name ist Karl-Georg Imke, ich bin geschäftsführender Gesellschafter eines Familienbetriebes in Hamburg, und wir beschäftigen uns mit dem Import von Rindfleisch aus allen fleischproduzierenden Ländern. Wie Frau Malmström vielleicht weiß, sind viele unserer der Marktordnungsware Fleisch Kontingente, die Generaldirektion 6 ausgibt, im Windhundverfahren ausgeschrieben. Wir sind gegenüber Rotterdam, und das geht auch zur Kenntnis an Frau Tietzrath, wir sind als Hamburger Importeure mit 3 bis 4 Tagen im Nachteil gegenüber allen Rotterdamer oder holländischen oder belgischen Importeuren.
Das heißt also, alle 3-4 Monate, wenn die Ausschreibungen sind, sind in der Regel schon diese Kontingente vergriffen oder überzeichnet. Wir haben verschiedene Male Vorstöße unternommen, damals noch unter Michael Fuchs vom BGA, aber leider ließ sich die Kommission von dem Verfahren des First Come, First Serves System nicht abbringen. Es okay, kann also nicht Frage ist angekommen. Dankeschön. Wir müssen bitte kurze Frage stellen, dann können wir auch darauf antworten. Bitte. Ich bin geschäftsführender Partner von Pflüger International, einem Beratungsunternehmen im Energie- und IT-Bereich. Ich fand das völlig richtig, was Herr Bingmann gesagt hat zum Thema China und Seidenstraße. Wir müssen auf die Chinesen zugehen. Es gibt unendlich viele Projekte, die wir gemeinsam machen können. Sie haben Maintenance angesprochen, auch darüber hinaus im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich State Grid China. Die wollen ja ein großes Grid bauen bis Europa. Gibt es so unendlich viele Möglichkeiten für Joint Ventures deutscher Unternehmen. Also das, was auch Peter Altmaier in Peking gemacht hat, ist absolut wichtig, das nicht zu defensiv zu betrachten, es wird sowieso kommen, sondern mitzugestalten von Anfang an als ein Partner der Chinesen. Zweiter kurzer Punkt zum ganzen Thema USA. Ich finde, wir können mit der USA freundschaftlich kritisch, wie das Peter Altmaier formuliert hat, über alles sprechen. Wir können jeden Konflikt austragen, aber es muss eine klare Linie geben bei allen, dass es keine Sanktionen geben darf gegen europäische Staaten, gegenüber europäischen Companies. Hier hört der Spaß, finde ich, auf. Dann ist man Kolonialstaat und nicht mehr Partner, wenn man versucht, mit Sanktionen andere auf Linie zu bringen. Und hier muss es ganz egal, wo wir stehen, eine klare und harte europäische Linie geben. Dankeschön. Jetzt würde ich noch eine Frage dazu nehmen, dann würden wir mal eine Antwortrunde machen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Bernhard vom Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie. Die deutschen und die europäischen Süßwarenhersteller, und jetzt möchte ich den Blick auf das transatlantische Verhältnis lenken, haben natürlich in den USA einen wichtigen Absatzmarkt, aber vor allen Dingen auch einen wichtigen Bezugsmarkt für Mandeln, also Nüsse, Ölsaaten und Trockenfrüchte vor allen Dingen. Und bei diesen ganzen Zollstreitigkeiten drohen wir quasi unter die Räder zu kommen, nicht nur, weil wir die Produkte nicht mehr absetzen, sondern auch wichtige Rohwaren dann fehlen, die wir für unsere Produkte benötigen. Daher die Frage, könnte man sich auch vorstellen, dass die europäische Politik auf dieses ganze Strafzollgerede einfach damit reagiert, keine Strafzölle zu verhängen? Dankeschön. Ja, ich glaube, Frau Malmström war auf jeden Fall und am meisten angesprochen. Vielleicht beginnen Sie. Yes, thank you. On Africa. Vielen Dank, was Afrika angeht. Vielen Dank, dass Sie diese Frage aufgebracht haben. Wir haben regionale Handelsabkommen mit Gruppen in Afrika. Einige sind schon in Kraft, funktionieren sehr gut, wie zum Beispiel Südafrika, SADC. Andere sind noch nicht ganz in Kraft, weil da hier oder da noch zum Beispiel eine Unterschrift von Nigeria im Westen fehlt oder Uganda und Tansania im Osten. Und das ist natürlich ein Problem. Aber das sind umfassende Handelsabkommen mit vielen Entwicklungsunterstützung dabei, um es den Ländern zu ermöglichen, mit uns Handel zu treiben. Und die werden auch als Baustein betrachtet für ihren kontinentalen Handel, den wir auch unterstützen. Die Aktualisierung des Cotonou läuft gerade. Da ist natürlich Handel ein wichtiger Pfeiler. Und wir schauen mit unseren Partnern in Afrika gemeinsam, wie wir das am besten in der Zukunft umsetzen können. Aber die Handelsabkommen, die schon in Kraft sind, funktionieren gut. Es gibt viel starke Unterstützung von anderen Ländern und wir sollten das weitermachen. Und wir müssen dann sehen, wie unsere Entwicklung und unsere Beziehungen und Investitionszusammenarbeit in der Zukunft aussehen können. Was China und das Abkommen mit China angeht, da haben wir zunehmende Aktivitäten in letzter Zeit gesehen. Wir haben einen erfolgreichen EU-Gipfel vor ein paar Monaten gehabt, wo China
sich mit uns auf ein weitgehendes Statement geeinigt hat. Dann haben wir zunehmende Aktivitäten auf der chinesischen Seite gesehen, um Fortschritte zu machen. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen noch ambitioniertere Angebote haben, aber es geht voran und es könnte nächstes Jahr abgeschlossen sein. Es gibt aber viele schwierige Punkte, die noch zu klären sind. Wie Sie gesagt haben, es war eine Zeit lang schwierig, aber jetzt hat sich das ein bisschen geklärt. Das heißt, wir können durchaus das umsetzen, was wir immer predigen. Was die Sanktionen angeht, das ist natürlich sehr unglücklich. Wir haben die Zölle, wir haben dann Sanktionen zu den Aktivitäten Iran und Kuba. Das nehmen, betrachten wir als extraterritoriell und illegal. Frau Mogherini und der Handels- und Auswärtige Minister für Handel und Auswärtige Angelegenheiten, die haben das ganz ernst genommen und heute wird es hoffentlich ein Ergebnis geben. Was die Strafzölle oder Gegenmaßnahmen angeht, ich wünschte mir, wir müssten das nicht tun, aber wenn die Amerikaner uns Zölle aufbürden, die wir für illegal und in Verstoß gegen WTO-Abkommen betrachten, dann müssen wir da Gegenmaßnahmen ergreifen, wie bei Stahl und Aluminium. Und wir sind bereit, ich hoffe, wir brauchen es nicht, wenn es hier Strafzölle für Autos oder Autoersatzteile gibt. Wir müssen das mit den Mitgliedstaaten natürlich vorab diskutieren, bevor wir etwas unternehmen. Und wir müssen das eventuell machen, aber ich hoffe nicht. Was das Rindfleisch-Thema angeht, das ist vor allen Dingen die Aufgabe meines Kollegen. Ich muss da mal nachgucken, wo wir stehen zu dieser Thematik, denn da kenne ich die Details nicht. Wo sind Sie jetzt gerade im Raum? Moment, ja. Ich komme gerne auf Sie zurück, wenn Sie mir Ihre Karte geben. Und dann werde ich mit meinem Kollegen Kommissar Hogan die neuesten Ergebnisse besprechen. Ich glaube, ich mache es etwas kurz. Konkrete Dinge zur Förderung, Exporten oder Importen. Wenn Sie mir Ihre Visitenkarte geben, würde ich da gern bilateral noch drauf zurückkommen. Nur zwei, drei ganz kurze Stichworte. Also wir brauchen im Bereich Finanzierung, wenn wir wirklich Afrika auch ernst meinen, wir haben kaum Banken, die mit uns da Geschäfte abwickeln. Also Sie sind ja immer nahezu im Schwarzgeldbereich oder als Unternehmer schon irgendwie im ganz unsauberen Bereich. Also wir brauchen auch wirklich Institutionen oder Förderung, dass wir dort Geschäfte machen wollen, die wir gerne machen wollen. Und letztendlich noch einmal das Wort zum Thema Iran, glaube ich, ist ein gutes Beispiel von unserer Seite aus. Hier hat uns ein Dritter letztendlich jegliche Geschäftsmöglichkeiten genommen und wir haben es leider nicht geschafft, Instrumente zu entwickeln, um damit umzugehen. Also einerseits hätten wir natürlich gern die Souveränität zurück, die werden wir wahrscheinlich nicht in allen Fällen haben, aber dann müssten wir doch als Europäische Union vielleicht noch etwas kreativer sein. Ich will nicht auf den Tauschhandel zurückkommen, aber er war vielleicht doch manchmal eine ganz gute Idee. Okay. So, Frau Tietzart möchte noch was, bitte. Ja, nur ganz kurz, weil ich möchte das Rindfleischthema noch mal ganz kurz aufnehmen, weil es einfach, wir haben jetzt über Afrika geredet, über China, USA und Russland. Wir dürfen nicht vergessen, auch über uns selber hier in der EU zu reden. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo wir Standardisierung von europäischen Verordnungen nicht standardisiert auslegen und umsetzen. Die Einfuhrumsatzsteuerregelung, wie wir sie anwenden in Deutschland, divergiert substanziell von den Niederlanden. Was dazu führt, dass eigentlich ist der Handel und die Logistikkonzerne glückliche Zwillinge. In diesem Fall zum Beispiel sind sie es nicht, weil die Warenströme steueroptimiert über Rotterdam abgewickelt werden, weil dort die Einfuhrumsatzsteuer in einer gedanklichen juristischen Sekunde abgearbeitet wird und in Deutschland dazu mehrere Monate notwendig sind. Ich weiß, dass es eine Diskussion ist, die auf Bund-Länder jetzt auch losgetreten wird und auch hoffentlich umgesetzt wird, aber das Rindfleischthema ist systematisch dafür, dass auch wir in der EU noch unsere Hausaufgaben dringend machen müssen, dass unsere Verordnungen auch einheitlich in der EU ausgelegt werden. Okay, interessant. So, jetzt gibt es noch, wir haben die Zeit eigentlich erreicht, aber vielleicht ein, zwei Fragen gehen noch, sofern es noch dringende gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich bei allen hier am Podium, auch bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und für die Beteiligung und darf dann für das Schlusswort dem Georg Nüßlein, unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von der CSU, das Wort geben. Genau.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen, meine Herren, gestatten Sie mir, dass ich zum Abschluss noch ein paar ganz grundsätzliche politische Anmerkungen rund um dieses, wie ich meine, spannende und für die Bundesrepublik Deutschland wichtige Thema mache. Der deutsche Esel steht auf dem Eis und scharrt, dass es eine Pracht ist, könnte man manchmal meinen, denn was wir uns da so alles aufbürden zumuten, was wir so alles politisch diskutieren, von der Sozialpolitik über die Klimapolitik bis in viele andere Bereiche hinein, ist schon zunächst mal bemerkenswert, insbesondere wenn man sich überlegt, dass viele von uns ja auch ein Gespür dafür haben, wie viel von der Konjunkturlage mit billigem Geld gekauft ist, wie viel der Arbeitsmarkt mit der Demografie zu tun hat, wie viel von der Wettbewerbsfähigkeit der Agenda 2010 mittlerweile bröselt und auch dann, wenn man sieht, wie groß die Veränderungen um uns herum sind. Dass wir uns das heute hier zum Thema gemacht haben, freut mich persönlich sehr. Ich möchte ganz ausdrücklich für meine Fraktion, aber insbesondere den Wirtschaftspolitikern, lieber Joachim, danken dafür, dass ihr das hier organisiert habt. Da war der Applaus war vorgesehen. Nun muss man das leider Gottes in dem Land auch immer wieder wiederkauen, dass natürlich Export eine besondere Bedeutung hat. Jeder vierte Arbeitsplatz bei uns vom Export abhängt, das wissen wir alle, aber wir verdrängen das Thema, so wie wir verdrängen, wie bedeutsam die Automobilindustrie für Deutschlands Wohl und Wehe ist. Auch das schiebt man weit weg, so wie man momentan leider, meine Damen und Herren, nicht mehr mit Arbeitsplätzen argumentiert politisch. Meine Prognose ist, das wird sich demnächst ändern. Da bin ich leider Gottes fest überzeugt davon. Aber man muss es ja auch nicht zwingend und zwanghaft drauf ankommen lassen. Genauso war auch der Freihandel viele Jahre überhaupt kein Thema bei uns politisch. Eher eine Selbstverständlichkeit. Wir haben die TTIP-Diskussion eingedämpft auf Chlorhühnchengröße. Gerade mal mundgerecht für Hausfrauen oder wenn Sie es Gender wollen, Hausmänner. Etwas, was mich immer umgetrieben hat. Und jetzt plötzlich, wo unser selbstbewusster Freund, wie der Wirtschaftsminister es formuliert hat, Trump kommt und eine neue Debattenlage schafft, sieht man, was es heißt, wenn eine Selbstverständlichkeit plötzlich in Frage steht. Auch das ist etwas, von dem ich meine, dass wir lernen sollten. Genauso seltsam finde ich die Diskussion über unsere Handelsbilanzüberschüsse, angestoßen auf der linken Seite, weil die sich mit Leistung schwer tun und fallend auf einen fruchtbaren Boden bei denen, die aus der Abteilung weniger ist mehr kommen, also dem satten Teil dieses Landes. Und keiner kommt auf die Idee, dass es eigentlich darum geht, nicht die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes zu schwächen, sondern dafür Sorge zu tragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der anderen steigt. Und insofern war das ja auch richtig, was wir heute hier gehört haben. Jedenfalls hat unser Land immer von diesem Freihandel profitiert. Das ist etwas, was ich für ganz wichtig halte. Und ich möchte mal an der Stelle betonen, und ich bitte das jetzt nicht misszuverstehen, Deutschland ist der letzte echte Industriestaat Europas. Und angesichts dessen, was wir hier alles diskutieren und alles tun, müssen wir auch, Frau Malmström, auf europäischer Ebene vielfach diese eigenen, sich daraus ergebenden Interessen offensiver vertreten. Und ich möchte an der Stelle etwas tun, was mir wirklich Herzensanliegen ist. Ich möchte unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier ganz ausdrücklich danken dafür, dass er den Mut gehabt hat, eine industriepolitische Strategie vorzulegen. Das war doch jahrelang in dem Land nicht mal möglich, so etwas überhaupt zu diskutieren. Und deshalb dir, Peter, herzlichen Dank für das, was du da an der Stelle dir auch mal zugetraut hast. Nun habe ich gesagt, dass Deutschland der Lastesel ist, der sich, um im Bild zu bleiben, auch immer mehr aufbürdet. Ich will es trotzdem noch mal unterstreichen. Industriestrompreise, einen Ausgleich für das, was wir klimapolitisch jetzt vorhaben. Solche Dinge werden wir brauchen und werden wir diskutieren müssen. Und etwas hat mich heute auch noch gefreut, dass wir
diesen Konflikt USA-China in ein durchaus richtiges Licht gerückt haben. Natürlich kann man sagen, ist es denn Verhandlungsstrategie der beste Fall des amerikanischen Präsidenten, was er uns da präsentiert. Aber was in Deutschland natürlich immer wieder passiert in dem Zusammenhang, ist, dass wir, wenn es um Ängste geht, auch da einen fruchtbaren Boden haben. Angst vor der Macht Chinas. Vollständig falsch. Und es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass hier verschiedene Podiumsteilnehmer auch ganz klar deutlich gemacht haben, es geht auch hier um eine Chance, der man nicht ängstlich begegnen muss, sondern wo man sagen kann, diese Seidenstraße kann, wenn man richtig mit China umgeht, auch ein Weg werden, um Armut zu bekämpfen, um Konflikte zu vermeiden, um den Terror sogar zu reduzieren, etwas, was ich für ganz, ganz wichtig halte. Deshalb sieht man, wie eng verzahnt letztendlich, Friedberg Flöder freut sich, wie eng verzahnt letztendlich die Außenwirtschaftspolitik, die Handelspolitik mit der Außenpolitik insgesamt ist. Und das ist etwas, was Kernverständnis dieser Fraktion ist, was uns auszeichnet, dass man neben der wirtschaftspolitischen Kompetenz auch immer den Blick über den deutschen Tellerrand hinaus haben. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, diese Veranstaltung bereichert haben, und ich darf mich ganz herzlich bei denen bedanken, die geduldig zugehört haben und von denen ich hoffe, dass sie etwas mitgenommen haben. Vielen herzlichen Dank.